Kinder, wie geht es euch? Hier bin ich wieder. Heute will ich euch über Wassily Kandinsky sprechen. Das war ein Künstler, der in Russland geboren ist und der mit sehr vielen bunten Farben gemalt hat. Ich werde euch ein paar Bilder von ihm zeigen. Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy les quiero hablar de Wassily Kandinsky, un artista que nació en Rusia y que pintó con un montón de colores. Les voy a mostrar algunas de sus obras. Um die Wassily Kandinsky zu malen, brauchen wir ein weißes Blatt, Wasser und Pinsel und unsere Farben. Wir werden diesmal nicht an unserem Tisch malen, sondern im Stehen. Para pintar como Wassily Kandinsky necesitamos una hoja blanca, agua y pinceles y nuestros colores. Esta vez no vamos a trabajar en la mesa, sino de parados. Wir haben schon unsere Farben vorbereitet und auch unser Blatt aufgehängt. Und jetzt können wir anfangen zu malen. Wir fangen in der Mitte an und ändern die Farbe, bis sich es vergrößert, immer wieder im Kreis. Empezamos por el centro y vamos cambiando de color hasta que se va agrandando mucho, mucho. Tauschen wollen, müssen wir den Pinsel richtig waschen und auch danach abtrocknen. Si queremos cambiar de color, tenemos que lavar el pincel con agua limpia y secarlo bien.